Die erste Reaktion, die kam, als ich Menschen aus meinem Umfeld erzählt habe, was mir passiert ist, war, was hattest du an? Also direkt die Frage so, wie hast du es provoziert? Hast du geflirtet? Warst du betrunken? Dieses Ding. Ja, krass. Und das bewegt mich immer noch so. Und das Zweite, was kam, war, als ich dann den Song geschrieben habe und ihn auch rausbringen wollte, aber erzähl nicht, dass es dir passiert ist. Mhm. Weil dann bist du die, der das passiert ist. So. Und dieses Grundgefühl, dann habe ich es erst recht gemacht. Dann bin ich erst recht in die Sendung gegangen, habe diesen Song vor tausenden Menschen gesungen, weil ich dachte, genau das ist das Problem. Dass vor allem, also ich bin jetzt mit 24 in einer Position gewesen, wo ich wusste, ey, es ist nicht meine Schuld, ich bin unfassbar wütend geworden. Aber ich weiß, dass auch vor allem Kinder, Girls, die viel, viel jünger sind, das in sich reinfressen, weil sie sich so krank schämen. Mhm. Und das verbaut ihr das ganze Leben. Das geht richtig auf so viele Sachen. Deshalb wollte ich drüber sprechen, damit es eben nicht so schambehaftet ist, damit Kommunikation passieren kann.